Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Ihr seht, ich bin in Hogwarts mit unserer lieben Luna angekommen. Wo auch immer Ron und Hermine sind, die sind wahrscheinlich schon lange im Schloss und wollen mich nicht dabei haben. Wer weiß, wir werden es rausfinden. Okay. Hier bekommen wir nur jemals einen Punkt, das ist doch ein Ruf. So, erstmal die Laternen wieder richten. Mensch, was ist denn hier in Hogwarts passiert, als ich nicht da war? Kann ja wohl nicht wahr sein. Yo, Blumen! Das ist natürlich cool. Und ihr seht, Hedwig sitzt wieder hier. Das heißt, dass eigentlich hier irgendwo auch ein roter Stein versteckt sein muss. Fragt sich halt nur, wo. Ich habe keine Ahnung. Aber schätzungsweise, wenn ihr hier mal das Zeichen anschaut, entweder in der Kiste dort oder hier, wo man noch was aufmachen kann. Aber das können nur dunkle Magier, wie wir das letzte Mal oder vorletzte Mal schon rausgefunden haben. Denn hier steht es ja doch ein bisschen mit dazu, wer was kann. Das finde ich halt richtig top, dass es diesmal hier dazu steht. Hey, da ist einer eingesperrt. Arme Kerl. Vielleicht kriegen wir ihn ja irgendwie raus. Wir werden mal sehen. Tja, an die Punkte kommen wir dann halt nicht ran. Warum denn auch? Warum denn auch, Leute? Ach, Mann. Ja, dann werde ich lieber das als vorletztes machen und das da hinten als letztes. Zack. Denn wie ihr seht, die Punkte, die gehen ja verloren. Moment, nicht da durchgehen, Harry. Auf keinen Fall da durchgehen. So, letztes. Und, okay, wir haben eine Bahnhofswache freigeschaltet. Yippee-yay. So, wie sieht's jetzt hier aus? Können wir dem irgendwie helfen? Geht das? Anscheinend nicht. Wir brauchen wahrscheinlich noch was, ne? So wie es hier aussieht. Aber keine Ahnung was. Okay, hier haben wir noch ein paar Steine gekriegt. Sehr schön. Ah, schaut mal da oben. Yo, goldener Stein. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mir nicht gewünscht, dass das ein roter ist. Okay, ja. Tut mir leid, Kollege, du musst leider da drin bleiben. Wir gehen jetzt erstmal nach Hogwarts. Denn da werden wir schon erwartet. Vielleicht. Achso, ich brauche ja gar nicht alles hier anzufodeln, kaputt zu machen. Aber anscheinend gehört es jetzt hier wirklich auch mit zu den Schlossgründen. Wie das letzte Mal eben diese Quidditch-Arena und alles. Oh, cool. Was wir halt jetzt dieses Jahr komplett immer erkunden können, beziehungsweise wo wir halt auch wirklich ein bisschen was machen können. Oh, cool. So, also muss ich mich mit den Tieren gut stellen, ne? Das ist doch... Das kriegen wir doch hin, oder? Okay, die Taube habe ich abgeschossen, aber ansonsten... bin ich doch total Tierfreundchen. So. Ach, das sind wieder diese Pflanzen, die dann einzeln abgehen. Okay, und Draco ist natürlich auch wieder da. Komm, wir schmeißen den in den See. Schade. Schade, das hat leider nicht geklappt. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Kommen wir hier durch? Ja. So. Einzeln die Büsche erstmal zur Seite. Zack. Okay. Ja. Die müssen wir anscheinend auch... Also da müssen wir aufpassen, dass die uns nicht treffen. Denn ich würde mal sagen... Okay. Ja, ich würde einfach mal sagen, die werden uns garantiert wehtun. Ah, okay, unsere Kutsche. Alles klar. Alles klar, so. Das heißt, wir müssen noch ein paar Räder finden oder nur noch eins. Und das ist doch Zufall das hier. Kann das sein?
Ja, sieht so aus. Wenn Harry es nur mal richtig ran machen würde, ja. Sehr gut, na dann auf nach Hogwarts, Leute. Auf nach Hogwarts. Juhu. Okay. Und da sind wir in Hogwarts angekommen. Oder auch nicht. Es war jedenfalls eine sehr kurze Fahrt. Aber hey, macht ja nichts. Okay, hier bräuchte ich Dudley wieder. Oder Hagrid. Dudley oder Hagrid. Die dann hier... Ui. Ah, cool. Und hier ist ein roter Stein. Ist das durch Zufall da drin? Nein. Hast du eigentlich ein Tier? Nö. Okay. Hätte ja sein können, dass Luna ein Tier für uns hat. Schade, schade, schade. Okay. Ich will nur mal kurz schauen. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen, denn wir haben ja schon 3 von 4. Ich meine, ich bin mir sicher, dass wir garantiert auch später nochmal hier herkommen. Aber vielleicht finden wir ja jetzt gleich das 4. Tier. Okay, die Kürbisse waren es nicht. Was ist das? Nö. Sieht eher nicht danach aus. Okay, es wäre mir sympathischer, wenn das Teil gleich kaputt geht. Beim ersten Mal drehen. Vielleicht kann Hedwig mein viertes Tier sein. Okay, dann halt nicht. Wir finden es schon noch, Leute, wir finden es. Jetzt sind wir in Hogwarts angekommen. Und es wird wieder gefuttert. Okay, Dumbledore stellt die neue Lehrerschaft vor. Beziehungsweise auch die alte. Und da sitzt sie, Professor Umbridge. Und die fällt ihm doch glatt ins Wort. Ach ja, was hat sie denn? Ja, sie will Disziplin in Hogwarts. Ron und Harry schlafen schon. Die interessiert es gar nicht. Ah, und Dumbledore hat auch geschlafen. Auch nicht schlecht. Okay. Ja, jetzt träumt er wieder von Voldemort. Okay. Und da steht Ron. Guten Morgen. Es wird Zeit, zum Unterricht zu gehen. So, wir sind wieder in unserem Gemeinschaftsraum. Ist es nicht schön? Hier können wir wieder alles Mögliche zerstören und auf die Betten springen. Und ein Steinchen holen. Oh, wir können auch wieder einiges zusammenbauen. Das ist natürlich auch gut. Okay. Ah, okay. Also das, was wir kaputt machen, das können wir dann direkt wieder bauen. Wie sich das gehört. Lass mal hier das Bett. So kann man doch gar nicht richtig hochspringen, Leute. Wie soll denn das gehen? Ich bin ja mal gespannt, was wir diesmal hier in Hogwarts bei den Jahren 5 bis 7 so alles entdecken können. Wird bestimmt ziemlich lustig. Beziehungsweise auch ziemlich spannend. Da ist ja jetzt, also ich nenne es gern die dunklen Jahre von Harry Potter. Denn im 4. Teil, Lord Voldemort ist zurückgekommen und es hat so den Eindruck, als hätte sich dann alles bei Harry Potter so ein bisschen verdunkelt. Es ist alles ein bisschen düsterer, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, ob ihr auch so das Gefühl hattet, als ihr die Bücher gelesen bzw. die Filme gesehen habt, dass dann alles ein bisschen düsterer wurde. Wobei es bei den Büchern nicht mal so krass war. Das war dann eher so, als die Filme rauskamen. Da hat man dann doch eher so auf eine düstere Note gesetzt. Ja, aber ich meine, Harry Potter ist immer noch Harry Potter, ne? Spaß macht's trotzdem noch. So, was können wir denn hier damit machen? Gar nichts. Wir können keinen Bombarder. So wie es aussieht. So, okay. Einmal das gesamte Bücherregal auskippen. Was soll's, was soll's. Wir räumen es ja wieder ein. Oder auch nicht. Ah, cool, wir haben uns eine Treppe gebaut.
Harry ist sehr gut gemacht. Hermine im Ballkleid. Na, wundervoll. Haben wir denn schon wieder einen Ball? Da müsste ich ja echt was verpasst haben. Bam! Dartspielen scheint hier so eine neue Mode zu sein. Wir haben Harry im Schlafanzug bekommen. Wundervoll. Also wer das schon immer mal sehen wollte, wir haben ihn jetzt im Schlafanzug. Sehr schön. So. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier erstmal den Gemeinschaftsraum auseinandernehme. Vor allem die ganzen Gryffindor-Banner sind noch oben. Was soll denn das? Freunde, könnt ihr euch nicht mal ordentlich auf das Schuljahr vorbereiten? Ich dachte, ich könnte ihm irgendwie helfen, aber ich kann noch kein Wasser zaubern. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Wassereimer. Aber, nö. Ich könnte ihm Blumen geben. Oder ich gebe ihr Blumen. Bitteschön. Da hat sie sich jetzt aber drüber gefreut, hä? Scheint jedenfalls so. Und? Ja, wer ist das denn? So. Okay, auf jeden Fall ist der Weg jetzt frei. Aber lass uns hier nochmal kurz gucken. Okay, mehr ging da jetzt nicht. Wow. Ja, ihr seht alles, was so ein bisschen comic-mäßig aussieht. Das. Oh! Ginny im Schlafanzug. Wundervoll. Das kann man halt theoretisch alles zerstören. Und das mache ich auch einfach. Aber okay. Wir gehen jetzt erstmal, wo auch immer wir hin sollen. Ach, Professor Umbridge. Können wir die überholen? Danke. So, Hogwarts sieht ein bisschen verändert aus. Was vielleicht auch an der Grafik so ein bisschen mitliegt. Cool. Wir können die Rüstungen ärgern. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber wir setzen sie natürlich wieder zusammen. Bitteschön. Das ist ja cool. Das ist schon wieder lustig gemacht, Leute. Okay, ich kann das Schloss nicht aufmachen. Was ist das? Ah, okay. Gut, ich kann nur den Stärkungstrank nehmen. Vielleicht kriege ich damit das Schloss auf. Wollen wir mal schauen? Zu irgendwas muss das ja gut sein. Aber wahrscheinlich ja nicht. Okay. Dann halt nicht. Oh. Zack. Ja, genau. Sie ist für Disziplin. Keine Körpernähe. Ihr kennt das. Vor allem, wenn ihr den Film gesehen habt. Also im Film, ich finde, sie wurde richtig gut dargestellt. Man hat sie einfach nur gehasst. So, jetzt ärgern wir noch eine Rüstung. Ups. Hey, da waren Schüler drin. Bitte gern geschehen. Schaut mal, wie viele Punkte hier einfach so rumliegen. Und wie viele Punkte uns die Schüler geben. Also es lohnt sich wirklich, die Schüler hier zu retten. Gebt doch mal alle aus dem Weg, bitte. Ich will die Rüstung zusammenwürzen. Dankeschön. Da bekomme ich nämlich auch Punkte. So, und hier haben wir einmal angefangen, alle zu sammeln. Und die kriegen wir, denke ich, auch alle zusammen diesmal. Ja, sehr gut. Und hier. Yeah. Goldener Stein, du bist mein. Ups, da war Umbridge im Weg. Tada! Ja, da bin ich mal gespannt, wo es jetzt als erstes hingeht. Hier können wir wieder vom Stärkungstrank trinken, aber das lassen wir mal. Rot ist irgendwie dieses Jahr in, oder? Kann das sein? Rot ist das neue Schwarz hier in Hogwarts. Okay, was war hier in dem Raum? Ach, ist das die Flugstunde? Der hat auch einen Besen, oder? Bitteschön. Lass mich mal kurz noch hier um die Ecke schauen. Okay, hier geht's dann also zu Ravenclaw. Und oder Hufflepuff. Na, wundervoll.
Und ich kann es wieder ein. Okay, egal. Egal. Gib mir nur deine Punkte. Dankeschön. Ist auch wieder sowas Rotes. Aber ich wette, mit den roten Objekten können wir irgendwann auch noch was anfangen, Leute. Aber ich schau mal eben auf die Zeit. Okay, 5 Minuten haben wir noch. Wie wollen wir die nutzen? Wir gehen einfach mal weiter, oder? Wir schauen mal, was da drin so vor sich geht. Die rennen hier alle mit Büchern um sich. Durch die Gegend ist doch Verteidigung gegen die dunklen Künste, oder? Huh. Ja, Slytherin gegen Gryffindor. Wie immer, wie immer. Okay. Papierflieger bauen. Das klingt nochmal nach einer guten Aufgabe. So, haben wir jetzt vielleicht hier irgendwie... Oh, ich habe eine Schaufel bekommen. Cool. Ach, der braucht die Schaufel. Bitteschön. Komme ich jetzt auch was dafür? Also nicht? Okay. Ah, ja, doch. Da unten liegt's. Alles klar. Das sind wieder so die Zutaten für einen Trank. Komm noch mal runter, Junge. Vor allem, wenn man bedenkt, er hätte einfach nur loslassen müssen, ne? Mehr hätte er nicht machen müssen. Und schaut mal die vielen Punkte an, die er uns gibt. Das ist doch wunderschön. So, was kommt hier jetzt? Ah, okay. Hier kommt der Kessel. Na, das ist doch sehr schön. Dann müssen wir gar nicht mehr so weit laufen. So. Brauchen wir dann nur noch den Arm vom Skelett. Der fehlt uns dann noch. Aber den finden wir auch noch. Keine Sorge. Wow. Was habe ich denn hier gemacht? Okay. Ups. Da ist schon der Arm vom Skelett. Aber lass, kann Hermine vielleicht erstmal kurz da hinten das Rätsel lösen, denn vielleicht ist in dem Schrank ja auch noch irgendwas Cooles. Lass mich mal eben hier hingehen, ne? So. Was? Ich hab's nicht gesehen. Ist das nur für Slytherins? Kann ich da... Ja, ich kann weggehen. Das war ja sehr komisch, oder? Das war wirklich sehr komisch. Oh! Und warum habe ich mein Tier nicht dabei? Okay, das kann ich wieder einrollen. Yo, da kommen ein Haufen Spinnen raus. Das ist ja sehr nett. Okay, das kriege ich auf jeden Fall nicht. Ihr Idioten. So, okay, dann nehmen wir mal... Ja, wir nehmen jetzt einfach mal den skelettierten Arm. Und machen dann mal den Schrank auf. Mal sehen, was da so rauskommt. Zack. So, ach ja, trinken muss ich den ja auch noch. So. Lecker, lecker. Das Goldene sieht gar nicht mal so unappetitlich aus, ne? Von daher... Zack. Okay, was ist das jetzt? Der Papierflieger. Und da haben wir ihn gebaut. Das war ja einfach. Okay. Und jetzt kommt Umbridge. Los geht's. Leg's mit Zaubern. Das einzige Sympathische an ihr ist, dass sie Katzen mag. Ja, die Zauberstäbe braucht ihr nicht. Ja, also man kann hier schon anbringen. Verteidigung gegen die dunklen Künste verboten. Oh, schaut mal an. Yo. Wow, ich habe mein Rad wieder. Jetzt muss ich nur noch mal schauen. Ah, okay, so. Gut, dann kann ich jetzt auch Krummbein auswählen. Na, sehr schön.
Da. Juhu. Immerhin zeigt es uns den Weg, wo wir lang müssen. Sehr gut. Also konnte ich vorher tatsächlich keinen Combine auswählen. Da musste ich erst hier Verteidigung gegen die dunklen Künste abwarten. Aber Leute, das war's jetzt erstmal von dieser neuen Folge Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Ihr habt's gesehen, dieses Jahr wird hier einiges anders. Mein Rad ist kaputt. Da fehlen ein paar... Nein. Hier, da fehlen ein paar Zauber. Also eigentlich können wir nur erleuchten und Krummbein rufen und anheben die Gegenstände. Tja. So ist das in Jahr 5. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Morgen gibt's wie gewohnt Arc. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.